Ein Praktikum endet normalerweise durch Zeitablauf. Das heißt, im Vertrag steht die Dauer des Praktikums drin und nach 2, 3, 6 oder vielleicht auch 12 Monaten geht das Praktikum zu Ende. Es kann aber auch von beiden Seiten ordentlich gekündigt werden. Eine ordentliche Kündigung ist für den Praktikanten wie den Praktikumsgeber innerhalb der Probezeit möglich. Hier spricht man, weil keine Frist einzuhalten ist, von einer entfristeten Kündigungsmöglichkeit. Hier kann auch der Praktikumsgeber ordentlich kündigen. Nach der Probezeit steht nur noch dem Praktikanten ein ordentliches Kündigungsrecht zu und es vergeht eine Frist von einem Monat, bis das Praktikumsverhältnis dann zu Ende ist. Es entspricht dem Schutzcharakter des Praktikumsrechts, dass nur der Praktikant nach der Probezeit das Praktikum ordentlich kündigen kann, denn er ist angewiesen als die sozial schwächere Partei auf das Praktikum. Denn wenn das Praktikum früher zu Ende ist, als es zum Beispiel eine Studienordnung im Rahmen der Dauer des Praktikums vorschreibt, kann der Praktikant mit einem solchen Praktikum nichts anfangen. Außerdem darf man nicht unterschätzen, dass es aufgrund der vielen Studierenden heute erheblich schwerer ist, einen geeigneten Praktikumsplatz zu erlangen. Was allerdings möglich ist, ist für beide Parteien die außerordentliche Kündigung eines Praktikumsverhältnisses. Wichtig ist bei der Kündigung des Praktikumsverhältnisses, dass einzelne Dinge eingehalten werden. Typischerweise die Form. Man muss schriftlich kündigen. Das ist das Wichtigste. Zweitens, man muss insbesondere bei der außerordentlichen Kündigung auch einen wichtigen Grund angeben. Ein wichtiger Grund kann zum Beispiel sein, dass der Praktikant die Rechte, Rechtsgüter oder Interessen des Praktikumsgebers verletzt. Er begeht einen Diebstahl, er begeht eine Körperverletzung oder er begeht eine Sachbeschädigung. Er verwirklicht Straftatbestände. Umgekehrt kann es sein, dass der Praktikumsgeber eine Pflichtverletzung gegenüber dem Praktikanten begeht. Heißt, typischerweise keinen Arbeitsschutz einhält oder keine Vergütung bezahlt. Sonstige Beendigungsgründe sind eher selten. Es kann sein, dass der Praktikant krank wird und leider das Praktikum nicht zu Ende machen kann. Das sind zum Beispiel Gründe dafür, dass ein Praktikum auch ohne Zeitablauf oder ohne Kündigung enden kann. Bedeutend sind die Pflichten bei der Beendigung des Praktikums. Der Praktikumsgeber ist verpflichtet, ein schriftliches Zeugnis auszustellen, in dem Art, Dauer und Zeitumfang der Ausbildung und des Tätigkeitseinsatzes beschrieben werden. Üblicherweise aber auch bei einem qualifizierten Zeugnis, und nur das interessiert den Praktikanten, auch die Leistung und sein Verhalten. Ein unrichtiges Zeugnis kann dazu führen, dass ein Praktikant sogar eventuell Schadensersatzansprüche hat. Wichtig ist, dass die Zeugnisformulierungen, wie auch beim Arbeitszeugnis, und das hat das Bundesarbeitsgericht über ein Zeugnis eines Arbeitnehmers, einer Arbeitnehmerin klar herausgestellt, in vielen Urteilen wohlwollend abgefasst werden muss. Die Pflichten des Praktikanten bei Beendigung des Praktikumsverhältnisses sind auch gegeben. Zum Beispiel hat er die Gerätschaften zurückzugeben, die er nutzen konnte. Eventuell Laptop oder eventuell auch mal einen Firmenwagen für eine Reise, die er unternommen hat. Außerdem hat er die Verpflichtung, verschwiegen zu bleiben. Das heißt, Betriebsgeheimnisse und Betriebsabläufe nicht preiszugeben. Und drittens kann es vorkommen, dass er eine Ausgleichsquittung zu unterschreiben hat. Heißt, er unterschreibt, dass er zum Beispiel Urlaubstage nicht voll nehmen konnte, dafür aber einen finanziellen Ausgleich erhalten hat. Interessiert ihr euch für mehr Informationen zum Thema Praktikumsrecht? Schaut unter www.wissen-kompakt.eu oder in meinem Buch Praktikumsrecht, die wichtigsten Fragen und Antworten.